Was haben wir fotografiert? Eine Wasseramsel, habe ich gesagt, könnte das gewesen sein, ne? Ja. Ja, man zahlt natürlich, ich sag mal so, ne? Alle anderen Hotels oder Motels waren noch teurer. Da ist immer die Frage, was man kriegt. Ne? Wir werden, ich sag mal, wenn die Dusche geht, dann kann ich mit dem Rest leben. Du auch? Ach, WLAN ist übrigens hier oben auch nicht greifbar. Fällt mir noch gerade ein. So, jetzt ist Schluss. So muss ich mich stellen. Gute Nacht. Morgen, Tag 13, muss ich mal schnell sagen, weil ich vergesse es wieder bis morgen. Und tja, mal sehen. Ich traue mich gar nicht, Wetterbericht zu gucken. Mache ich jetzt auch nicht. Fotofreunde, einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe mal gehört, dass jemand gesagt hat, Tag 13 oder der 13. Tag oder die Nummer, nee, ist ja, warte mal so, seht ihr mal, genau. Ich habe mal irgendwo gehört, dass 13 Unglückszahl sein soll. Ich bin kein abergläubischer Typ, aber was wir jetzt diese Nacht erleben durften, das spottet jeglicher Beschreibung. Und unsere Pläne haben sich jetzt geändert. Das wird heute ein ganz spannender Tag, weil wir wissen nicht, wo das Ganze hinführt. Wir stehen jetzt hier am Check-in, aber der hat noch nicht auf. Auch kein Hinweis, wann in diesem Premium-Hotel der Check-in aufmacht. So weit, so gut, was ist passiert. Als ich mich gestern Abend ins Bett gelegt hatte, dauerte es eine halbe Stunde, als ich schon ordentlich Rückenpinne gekriegt habe, weil, ja, wie soll ich das sagen, ich kenne einen Marshmallow, den drückt ihr ein und der ist sofort wieder da. Die Matratze, die drückst du ein. Und wenn du rausgehst, dauert es ungefähr eine Minute, bis sie die Originalposition wieder hat. Deswegen könnt ihr euch vorstellen, wenn man so ein bisschen schon Rücken geschädigt ist, wie viele von uns, wie man da liegt und schläft. So dreht man sich, nee, ich übertreibe jetzt nicht, dreht man in dem Bett einmal nur den Kopf, knatscht das ganze Bett, weil das Holz auf Holz steht. Das hätte man auch noch hinkriegen. Dusche, habe ich gestern berichtet, geht nicht. Man konnte nur baden, das geht aber auch nicht so richtig, weil die Badewanne zu niedrig ist. Waschbecken ist verstopft. Ich sag mal, Fugen sind schon ein bisschen üselig geschenkt. Dann wollten wir gucken, wie heute das Wetter wird. Ja, glaubt man nicht, dass der WLAN da beständig ist, beziehungsweise dass du permanent WLAN hast. Also auch was, womit dieses günstige Zimmer für 207 Euro im Jahr ist Tieten beworben wird. Kein WLAN. Somit konnten wir Wetter für heute nicht richtig checken. Im Moment ist es trocken. Wir haben jetzt hier eine Stelle gefunden, wo man ein bisschen Wettercheck machen kann. Das sieht nicht gut aus für die nächsten Tage. Das ist jetzt auch noch so ein Grund, möglicherweise nach Norden Richtung Yellowstone zu fahren.
Aber das Allerbeste war dann so um 1 Uhr oder um 0 Uhr. Ich war gerade so halbwegs eingepennt. Auf einmal dachte ich, haben wir Besuch im Zimmer? Nee, da ist die Wohnerin daneben reingekommen. Und ich habe mich schon gewundert, oben an der Decke vom Haus leuchtete, als alles dunkel war, so Licht rein. Ich dachte, wieso leuchtet das denn so? Ja, das ist ein großer Raum. Da wurde dann einfach eine Trennwand aus Pappmaché reingebaut. Die wurde aber auch noch nicht mal abgedichtet. Fotofreunde, ich übertreibe nicht. Ich konnte hören, zwei Damen haben die andere Einheit bewohnt. Die haben normal laut gesprochen. Da denkst du, da sitzt einer im Zimmer. Ich habe das Zähneputzen und Mundspülen gehört. Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Da, die Kuppel von den Pferden, die sind auch schon wach. Ich habe das Zähneputzen der Damen gehört. Oh, da kommt eine Katze. Ja. Und das ist mir neben den anderen Faktoren einfach too much. Wenn ich schon schlecht penne, dann will ich wenigstens ohne Geräusche durchpennen können. Aber das ist also. Und wir haben hier schon einen Zettel gefunden, Nachtruhe von 6 bis von 10 bis 6. Jetzt weiß ich, woher diese Anzeige kommt. So, was wir nachher, wenn hier irgendwann mal jemand ist, versuchen werden, denen die Gründe ganz sachlich anzuführen, dass die uns die restlichen 3 Tage erstatten. Möglicherweise haben wir eine Erstattungsgebühr, weil angeblich gibt es keine Erstattung, aber es sind ja deutliche Mängel an den Zimmern. Ja, guck mal hier. So, ich habe gerade Katzenbesuch. Jetzt könnt ihr die sehen. Da ist sie. Die Muschi. Dass wir hier ja quasi aus diesem Knebelvertrag rausgelassen werden. Ich sag mal, ich bin ehrlich gesagt guter Dinge, die werden das hier wieder loskriegen. Hier ist alles ausgebaut, hier sind ausverkauft, alles ist hier voll. So, wo wir dann heute Nacht unterkommen, das steht in den Sternen, weil einen Tag vorher zu buchen hier in dem Bereich, das wird schwierig. Das tut mir zwar in der Seele weh, weil ich mich so auf die Titans gefreut habe, aber die Unterkunft geht für uns gar nicht. Thomas ist ja wesentlich leidensfähiger als ich, aber auch Thomas sagt, nee, also auch so Sachen mit nicht funktionierender Dusche und so. Und dann kommt halt die Wettervorhersage. Es sind wirklich genau die 4 Tage, die wir vorgeplant haben, was ich gestern schon mal angemerkt habe. Die 60-70% Regen hier bringen. Und ich hätte gerne einmal die Titans in der Sonne. Egal, wir werden, da wir jetzt hier eh noch nichts ausrichten können, fahren wir zu einem der Hauptspot Swabacher Landings und werden mal versuchen, blaue Stunde, Sonnenaufgang, wenn dann irgendwas durch die Wolken kommt. Ich sehe aktuell wieder keine Sternchen mehr. zu fotografieren, der will pennen auch. Kann wahrscheinlich nicht, hat schlechtes Bett. Ja, das ist der Plan. Und ja, wir halten euch immer auf dem Laufenden. Schwabacher Landing angekommen. Ja, man sieht noch nicht viel, aber hier schon richtig Alarm auf dem Parkplatz. Man sieht kaum die Titans, aber das scheint ein sehr angesagter Spot hier zu sein. Keine Ahnung, ob die sich das hier alle nur so reinziehen oder ob es auch Fotografenkumpel sind. Die marschieren jetzt alle schon Richtung dem Spot. Thomas kramt noch. Bist du fertig, Thomas? Machst du zu? Dann mache ich zu. So, dann gucken wir mal, wo denn die ganzen Menschen hingehen. Teilweise auch mit Stativen. So, nicht wundern, ist wieder GoPro-Aktion hier. ZV geht mal wieder nicht an, ist der 13. halt, ne? Ich habe aber eine Vermutung. Ich glaube, es liegt daran, weil es gerade geregnet hat, wo wir den Spot angefangen haben. Und wenn da irgendwie nur, da wird wahrscheinlich so ein Feuchtigkeitssensor drin sein und der wird Alarm schlagen.
Mittlerweile hat es aufgehört zu regnen. Ja, und so sieht das hier aus. Also schon mal geil. Hier, wenn jetzt gleich noch, ne? Sonnenaufgangsalarm. Man kann jetzt hier rumwandern. Es gibt verschiedene Spots. Snake River, und da hinten ist ein Teich. Der Klassiker war da, wo die ersten Bilder waren. Ich glaube aber, also ich finde jetzt aktuell ist hier schöner, weil man einfach hier mehr von den Tieten sieht. Ja, ah, Thomas ist auch zurückgekommen. Schaut, da vorne ist Thomas. Ja, ne? Während ich jetzt drauf zugehe, wenn man gleich, erzähle ich noch ein bisschen was. Nee, mache ich nicht. Hier ist besser, finde ich. Nee, aber es sind halt auch mehr Berge da. Oder fandest du den anderen besser, Thomas? Nö, das war eine Spielung ganz schön. Kennst du die neueste Freitag, 13. Tag? ZV1 geht wieder nicht mehr. Nein. Geht nicht mehr an. Wieder eine Aufgabe hier im Tieten abgearbeitet, auch wenn jetzt die Spitzen leider nicht ins Sonnenlicht getaucht wurden. Hier zuletzt wieder in die 1000 drauf, ja, 14:30 und ab ging's. Letzter Spot hat mir, glaube ich, am besten gefallen. Thomas, kurzes Statement zu dem Spot, wie hat er dir gefallen? Gut. Warte, die Belichtung hängt im Weg. Zack. Hinten besser oder vorne besser? Vorne besser, aber hinten war auch nicht schlecht wegen der Spiegelung. Hast du Filter benutzt oder hast du ohne Filter? Unten habe ich ohne Filter, ja, und vorne habe ich, weil es so dunkler war wahrscheinlich. Genau. Ne? Und jetzt habe ich eine Aufnahme von dir vor den Titans. Wer hat das schon? So, was machen wir jetzt? Jetzt suchen wir wieder einen Spot, wo wir ein bisschen Kartenkunde betreiben können. Oxbow Bend würde ich noch gerne machen. Ich sag mal, da wir eh nicht viel Sonne sehen, nur Wolkenstruktur, können wir das vielleicht jetzt noch mal eben angehen, bevor wir dann den die Hauptaufgabe des heutigen Tages aus unserem Knasthotel rauskommen, ob die uns mit Refund rauslassen. Da werden wir gleich mal sehen. Vielleicht ein bisschen Tränendrüse drücken. Ich kann ja reinkriechen oder so, weil ich so Rückenpain habe. Ja, nein, aber wir haben ja sachliche Gründe. Wir haben ja Dusche geht nicht, WLAN geht nicht. Ja, Dusche geht gar nicht. Nee. Wie soll man denn da duschen? Richtig. So mit Vertragsbruch. Müssen wir mal gucken. Aber wir sind nett. Thomas ist sowieso nett. Thomas, bist du nett? Nein. Oh, in diesem Fall nicht. Und das ist vielleicht gut so. Und da nochmal im Hintergrund die Titans. Thomas, was durften wir jetzt das erste Mal nach Erstehen, dieses Kleinods, vorzeigen? Unseren Jahrespass vom Richtig, genau. Weil wir haben uns schon gewundert, dass wir hier das erstmal nie gewünscht war. Und jetzt, wir hatten natürlich nicht unterschrieben, jetzt sind wir wirklich in einen Parkeingang reingefahren. Wir fahren jetzt nochmal zum Oxbow Bend. Die Rangerin hatte, die konnte sich schon wieder Deutsch und hat natürlich Verwandtschaft in Siegen. Thomas macht Kartenstudium. Ja, da haben wir unsere Tiere. So, an dieser Stelle nochmal wieder vielen lieben Dank an die liebe Biene, den Oliver Hummel. Der hat für uns, der leidet gerade mit uns mit und hat uns jetzt noch ein Visitor Center empfohlen, welches ein Stück weiter ist, um einfach nochmal zu gucken, wie das Wetter wird, um nochmal aktuelle Infos für Tiere, weil wir haben immer noch keine Tiere, bevor wir dann gleich, ich sag mal, den ganzen Schafott antreten und dem Hotel klar machen möchten, dass wir unser Geld wieder haben. So, jetzt aber erstmal Oxbow Bend im leichten Regen. Ohne ZV1, weil die wieder nicht angeht. Deswegen GoPro-Alarm. Geil ist, dass ich jetzt auch den Püschel gerade abgemacht habe heute Morgen, weil der immer im Bildraum gepüschelt ist, gegen Windschutz. Und ja, jetzt nehme ich die wieder zum Vloggen. Es ist verrückt. Da machst du nichts. Am Ende des Tages, was kann man nur noch machen am Ende des Tages? Das Beste. Kämpfen.
Thomas, ich freue mich, dass die Kamera wieder geht. Ja, freue dich ein bisschen mit. Juhu! Komm raus, komm. Oh, wo sind wir hier? Haben wir doch gerade drüber gesprochen. Was? Ja. Im Park? Ja, stimmt, hast du recht. Oxbow? Oxbow Band. Sauber. Ein nächster schwer angesagter Spot in den Tietens. Oxbow Band. Das ist hier der Bogen, der gemeint ist. Ja, da hinten Tietens. Aber ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen weiter rüber, weil hier ist mir das die Landzunge, die ist mir da zu viel im Weg. Ja, und wie ihr seht, jetzt wieder kein GoPro-Look, sondern ZV-Look. Ist wirklich Feuchtigkeit. Ich habe die jetzt ein bisschen warm gemacht im Auto und ich weiß nicht, wie oft dieses Gerät das noch ab kann, aber jetzt tut es wieder. Ja, muss ich schon sagen, relativ robust, das Ding, wenn es wirklich diese Feuchtigkeit ist. So, ich habe einen Filter drauf, 30 Sekunden mit dem 1430. Das sind ja so die Daten, die euch immer interessieren. Immerhin haben wir Struktur im Himmel, das ist ja schon mal ein bisschen was. Und wir durften erstmalig gerade unseren Pass vorzeigen. Jawohl. Ist immer ganz wichtig, und das ist jetzt mal wieder was Fotografisches, wenn ihr Spots nicht kennt, so wie hier zum Beispiel ich hier den Oxbow Band. Man neigt immer dazu, also ich zumindest, da wo zuerst Leute stehen, zu gucken, und dann geht man runter und boah, das ist ja schon alles geil. So, wir waren jetzt da vorne gerade an den Büschen und da hat mich diese Landzunge da gestört. Und dann sah es erstmal so aus, als würde man hier nicht weiter ans Ufer runterkommen, aber natürlich. Also was ich sagen will, nehmt die Füße in die Hand und bewegt euch vor Ort noch so ein paar Meter. Also, ja, hier. Ich versuche jetzt Thomas hier hinzulotsen. Nein, du musst, glaube ich, einmal wieder hoch zur Straße. Und ich glaube, also hier zumindest gefällt mir der Spot deutlich besser. Mehr Tietens drin, mehr Wasserfläche und ja, hier auch vom Anschnitt. Hier haben wir schon so ein paar Herbstfarben. Wie immer Geschmackssache. Mein Geschmack trifft das hier mehr. Ich weiß nicht, ob man das auf der Tonspur hört von gerade. Da hat irgendwas gejault. Wolf wäre geil. Also einfach nur, dass man weiß, dass es die gibt. Vielleicht war es aber ein Schakal oder ein Kojote oder ein Hund. So, wir rücken jetzt hier ab. Leider verschwinden die Tietens jetzt im Nebel. Obwohl Oxbow Band, boah, schwierig. Muss ich mir in Ruhe mal angucken, wenn ich das Video geschnitten habe. Also die Fotos habt ihr schon gesehen, welcher Spot mir besser gefällt. Ja, bleibt dabei, ne? Experimentiert mit eurem Standort. Ich hätte mir jetzt hier auch wieder noch mal ein Wort zum 2470. Ein bisschen mehr Zoom gewünscht, so 50 oder was. Ja, was ich auch wieder gemerkt habe, ist einfach, dass der AF im Zusammenspiel mit der Z8 an dem 1430er nicht so performant ist. Da musste man ja schon mal wieder noch ein bisschen den Fokuspunkt verschieben, dass der packt. Und was wir auch merken hier, wo Einlasskontrolle ist im Park, ist deutlich weniger los und das ist gut. Ja, und jetzt zurück zum Hotel. Dann mal gucken, wie die Geschichte weitergeht. Freunde, letztes Mal auf unserem Feldherrenhügel, es regnet wieder leicht. So, der Herr an der Rezeption, der sah ein bisschen grimmig aus, aber zumindest, ja, ich kann immer die Freundlichkeit der Amis schlecht einschätzen. Vielleicht war er doch aufgesetzt, der hat sich alles angehört. Es ist gar nicht so einfach, so Sachen auf Englisch zu erzählen. Handwaschbecken verstopft, die Dusche geht nicht, weil man nicht den unteren Wasserhahn auf den oberen umschalten kann.
Matratze ist komplett durchgelegen und man hört Leute im Nachbarzimmer die Zähne putzen. Könntet ihr das auf Anhieb auf Englisch alles stammelfrei rüberkriegen? Ich nicht. Aber er hat die Kernaussage verstanden und war wahrscheinlich nach den Hausregeln sehr freundlich, hat gesagt, er sucht uns das beste Zimmer aus, das Beste, das er nehmen würde. Das muss wohl direkt neben der Rezeption sein. Mit Blick auf die Berge. Ja, das muss aber noch geklingt werden, weil die Herrschaften noch nicht ausgezogen sind. Zwei Einzelbetten und ja, WLAN wird besser sein. Es soll, das hat er immerhin gesagt, auch leiser sein. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ich sag mal, auf Dusche könnte ich zum Beispiel noch verzichten. Thomas sagt, Dusche ist hier total wichtig, da ist ja jeder Jeck anders. Aber diese fehlende Privatsphäre, das geht für mich, die funktioniert überhaupt nicht. So, zwei Einzelbetten, da hat er sich jetzt nicht so drauf eingelassen, dass die neuer sind, aber vielleicht denkt er, wenn es einzelne Betten sind, dann liegen die nicht nur durch, wenn nur einer drin liegt. Ihr seht, es bleibt echt spannend. Ja, wir haben jetzt beschlossen, die Zeit einfach zu nutzen im Tieten, auch wenn es immer wieder tröppelt. Wir haben immer eine Wolkenstruktur und es kann nicht angehen, dass wir bisher immer noch nicht ein einziges Tier gesehen, respektive fotografiert haben. Also ja, nicht wirklich was ernst zu nehmen ist. Deswegen wird das jetzt der Plan sein. Wir fahren jetzt nochmal in den eigentlichen Park rein und dann gibt es eine Straße, die am Snake River entlang meandert und ne, also hier, wie immer. Die Straße, die wir jetzt fahren werden, heißt Moose Wilson Road. Da frage ich mich jetzt gerade. Guck mal, Thomas. Ja. Hier, was ich in der Map gefunden habe. Was hast du gefunden? Alles das, was wir in echt noch nicht gefunden haben? Genau. Weißkopfadler. Oder wie heißt der? Weißkopfseeadler, ja. Ja, und hier die Elche. Elche. Gibt's alles hier, ne? Ja. Ja. Aber wo? Sagt das die Karte auch? Ich glaube nicht. Ja. Vielleicht findest du auch spezielle Spots für uns, Wildlife im Regen. Vielleicht schauen wir mal. Otter haben sie auch. Otter haben wir schon, Otter brauchen wir nicht. Sehr gut. Hiking in Bear Habitat. Be alert, watch for bears, fresh tracks or scat. Make noise in areas with limited visibility. Haben wir gestern gemacht. Haben wir uns richtig verhalten, Thomas, genau. Oder? Ja. Carry Bear Spray haben wir nicht. Hike in groups of three or more. Wir sind zwei, ja. Do not run, back away slowly. Das kriegen wir hin. Aber wichtig ist, dass wir gestern Lärm gemacht haben. Genau, ja. Make noise. Foto, Freunde, was da vorne auf der Straße los ist. Da scheint ich glaube einfach mal, dass da irgendwas ist. Behaupte ich jetzt einfach mal so, sonst wäre da nicht so viel Menschenalarm. Deswegen schnallen wir jetzt mal um und laufen auch mal zu Fuß hin. Vielleicht das erste Wildlife-Foto im Regen. Also Fotofreunde, ne, habt keine Sorge, wenn ihr mal im Tieten unterwegs seid, wenn was passiert, dass ihr es nicht mitkriegt, dann passiert nämlich hier sowas. Die Parkranger sind auch schon da. Wir haben da nichts gesehen, aber das ist ja geil. Wir sehen welche und gehen hin. Vielleicht ist das auch ein schöner Running-Gag, dass ich einfach immer so tue, als sehe ich was, bis die anderen Leute kommen. Aber wir haben gerade ein Mädel gesehen, eine junge Dame, die hat auf dem Handy ein Video gemacht. Das waren Bären, aber die hat sie auf der anderen Seite gesehen. Total geil. Das Muttertier hat sich dann so aufgerichtet, um mehr zu sehen, was da abgeht. Ja. Ja, vielleicht immer genau dahin gucken, ist ja wie beim Fotografieren, in die zweite Reihe gehen und mal in eine ganz andere Richtung gucken. Ah, hier ist jetzt schön Stau, der löst sich jetzt so langsam wieder auf. Ja, die Technik ist wieder komplett nass geworden, weil es klettert. Aber Nikon ist ja Spritzwasser geschützt, das wissen wir ja seit dem Wassertest von dem Herrn Wiesner. Einsame Straße gefahren, auch nichts, aber hier soll Bärengebiet sein und jetzt habe ich gerade einen perfiden Plan entwickelt. Hinter uns ist ein fetter SUV, da steht leider der Aufkleber drauf, Private Photo Tours oder so was anderes. Oh, da steigt jetzt jemand aus und rennt ins Gebüsch. Guck mal, da rennt eine Olle weg von dem Auto, Thomas. Wo? Hinter uns von dem Auto ist gerade eine Dame weggegangen. Kannst du sehen, ach, die geht wahrscheinlich nur auf Toilette. Fehlalarm, was ich sagen will.
die bieten gegen Geld Fototouren an. Das heißt, die werden vielleicht noch, naja, bessere Hotspots kennen als wir. Boah, warum hänge ich mich da an denen nicht mal dran? So, ne? Ist ja legitim. Also, es regnet eh. Unsere neuen Zimmer sind nicht beziehbar. Thomas hat die Haare schön. Schaut mal. Machen wir, Thomas, oder? Ja, machen wir. Möchtest du Bären fotografieren? Ja, sicher. Ganz viele. Ja, wir haben gerade übrigens auch beschlossen, wir sind Moody Animal Fotografen. Weil was anderes bleibt uns hier bei diesem Moody Wetter nicht übrig. Mein Gott, sprich doch mal Englisch, du Affe. So, die noch größeren Profis als wir passieren uns jetzt. Da steht jetzt nichts drauf auf der Seite. Rome Wild Photo Tours. So, jetzt gucken wir doch mal, ob ihr was drauf habt, Jungs. Jetzt haben wir ein Tier gespottet. Damit sollte man nicht rechnen. Thomas, was haben wir gefunden? Nein, ich bin Kamera. Ja doch, du bist aber drauf. Wie heißt der Pelikan? Ruf es uns zu. Der weiße Pelikan. Der weiße Pelikan. Thomas ist ein wenig genannt aufgrund ihrer Regenbedeckung. Aber ich finde, das muss sie überhaupt nicht. Ich finde die toll. Und ich sage es nochmal laut, die ist toll, damit die Bären uns auch hören. So, wir haben jetzt gerade wieder ein sehr, sehr nettes Paar getroffen. Die hat uns ein bisschen, die Dame, erzählt, dass das Wetter vielleicht besser werden soll und informierte, dass die weißen Pelikane den anderen kleinen Entenvögeln den Fisch wegsnatchen. Naja, und dann ist der eine Pelikan auf einmal losgeflogen und dann ist ein anderer Vogel losgeflogen. Und was war das für ein Vogel? Kurzer Zwischenbericht, Fotofreunde. Das hier ist eine Sackgasse, Lupine Meadows. Hier vorne kann man auch wieder wandern gehen. Ihr seht, es tröppelt halt immer noch. Keine Struktur im Himmel. Ja, es gibt so ein paar helle Flecken. Ich habe aber ehrlich gesagt auch noch nicht weiter geguckt nach dem Wetterbericht. Wildlife ist auch echt Fehlanzeige. Wir sind jetzt schon so ein paar schmale Sträßlein gefahren. Also ich sag mal, das Beste war heute Morgen hier dieser Menschenauflauf, wo wohl eine Bärenfamilie unterwegs war. Ja, wir haben jetzt schon mal einige einsame Straßen hier so gefunden, die ein bisschen vielversprechender sind, aber gerade sind zwei, ist eine Hirschkuh oder eine doch eine Hirschkuh mit einem Jungen kurz über die Straße. Da hat auch keine Chance. Die waren wieder so schnell im Unterholz verschwunden. Ja, ich habe das Gefühl, den Tieren geht es so wie uns. Also die mögen auch das schlechte Wetter nicht, ne? Beste Foto bisher ist, glaube ich, der Fischadler mit dem Fisch in den Krallen. Ja, machst du nichts, ne? Also, dass es so leer gefegt ist, ich habe gerade zu Thomas schon gesagt,
Ich nehme mir auch einen kleinen scheiß Vogel oder was. Hauptsache, ich kann irgendwie mal ein Tierchen hier fotografieren. Läuft. Ich habe hier einen absoluten Pro-Tipp für euch. Das ist mir gerade aufgefallen. Wir waren gerade wieder auf der Suche nach Spots. Und dann habe ich Google bemüht. Und auf einmal kriege ich eine Stauwarnung. Ja. Und dann hat es bei mir Klack gemacht. Und so werden wir jetzt mal vorgehen. Auch wenn das abstrus sich anhört. In dieser Einsamkeit. Schaut bitte, wenn ihr im Tieten Tiere spotten wollt, auf Verkehrsstau. Weil es passiert immer sowas hier. Da hinten, gut, da ist jetzt ein Parkplatz. Aber da sind viele Handys und das wird dann angezeigt. Also so kann man in der Tat Tiere spotten. Hier unten ist jetzt irgendwo angeblich laugt dem Parkranger. Ich habe mit dem ein bisschen getöttert. Ein Schwarzbär, der muss jetzt einen Baum hochgeklettert sein. Thomas, an dieser Stelle krieg ich bestimmt das Bild von Thomas. Ist zwar unscharf, aber sie hat den. Ich habe gar nichts. Da oben gleichzeitig ist eine Herde von Elks. Ja, ihr werdet vielleicht die kleinen Punkte sehen, das ist jetzt aber nicht so spektakulär. Die Parkranger, die sind alle mit Funk verbunden und sobald irgendeiner eine Sichtung hat, eilen die hier hin, um so ein bisschen abzusichern. Weil ihr wisst, wir Menschen sind schon mal gerne nassforsch und rücken dem Tier auf die Pelle. Eine Dame vorhin hat mir ein Foto von einem riesen Elch gezeigt. Ja. Und die Typen, die Menschen sind bis auf 6 Meter an dieses Tier rangegangen, wo ich mir denke, Alter, habt ihr sie noch alle? Bedrängt das Tier doch nicht, ne? So, und die Parkranger versuchen natürlich solche Aktionen zu verhindern, dass sie so ein bisschen den Spot, wo gerade was los ist, absichern. Ihr seht, es löst sich jetzt hier auch schon so ein bisschen auf. Wir werden jetzt die Straße noch ein bisschen weiterfahren. Das ist die Straße nach Wilson. Deswegen, da ist auch die Lösung, Moose Wilson Street. Das war kein berühmter Elch, der Wilson hieß, sondern Wilson ist ein Ort, Moose ist ein Ort. So, jetzt habe ich genug geklugscheißert. Zum Glück regnet es gerade nicht. Ihr seht, ich bin wieder in einer luftigen Oberbekleidung unterwegs. Und Thomas, warte, wir fragen mal Thomas, ob das Bild, was ihr hoffentlich schon gesehen habt, ob sie es mir gibt, weil jetzt ist es ja noch nicht klar. Thomas. Die Zuschauer würden gerne ein Bärenfoto sehen und ich kann damit nicht dienen. Und ich habe behauptet, das jetzt schon im Video eingeblendet zu haben. Würdest du dieser Serie dein Bärenfoto, auch wenn es nicht knackscharf ist, zur Verfügung stellen? Na sicher. Also ab heute bist du die Bärenfotografin des Tages. Fragt euch sicherlich, was ist denn jetzt aus eurem Umzug geworden? Ja, das zeige ich euch. Da hinten die Treppe. Also, ich weiß nicht, ob der Mann zu viel versprochen hat. Er hat gesagt, das beste Zimmer, was die Anlage zu bieten hat. Hier geht es so ein paar Stufen hoch. Ja, da steht unser Fahrzeug, gerade zugeparkt. Dann haben wir hier eine Terrasse, wo aktuell leider keine Möbel draußen stehen. Ne? Aber es regnet ja eh. Also das heißt, wir sind jetzt eigentlich oberhalb der Lobby. Da unten ist die Lobby, ja, da ist die Zufahrtsstraße und jetzt kommt man mit rein in den neuen Raum. Ja, ich schmunzel schon, ich weiß, ich mache es spannend. Pack Saddle 1 ist das nämlich, Satteltasche Nummer 1. Das erste, was mir auffällt, kein der Häuser, gibt es Fußabtreter. So, das heißt, ich werde meine Füße jetzt schon mal hier draußen ausziehen, weil ich habe zu Thomas gerade schon gesagt, Thomas, wir schleppen uns hier Dreck rein. Thomas hat das bestätigt. So, bin nämlich vorbildlich, ich mag es nicht, die eine Wohnung zu kontaminieren. Na, bloß wo stelle ich jetzt die Schuhe hin, bis sie trocken sind? Ah, auf den Kopf. Zack. Ja, da fallen sie um. Ach, das ist doch scheiße, Schuhe, bleib doch. Ich stelle fest, diese Schuhe sind nicht für Verkehr drum hinstellen gedacht. So, so bleiben sie. So, ISO blinkt, hier drin ist es dunkel.
Willkommen zu der Roomtour. Darf ich vorstellen, meine Mitbewohnerin, Mrs. Thomas. Thomas sitzt auf ihrem Bett, das wird mein Bett sein. Und dann haben wir einen Kamin, wenn wir Kaminfeeling haben wollen. Aber so kalt ist es, glaube ich, nicht. Ist hier denn überhaupt Brennholz dabei? Nee, ne? Natürlich nicht. Ausblick. Also ähnlich rustikal. Hier gab es wohl mal einen Durchgang zu einer anderen Einheit. Da hat man jetzt aber ein Bett vorgestellt. Die Betten mag ich. Ich glaube, die Matratzen werden ähnlich sein, wenn wir ehrlich sind. Oh, ja. Aber okay. Das Wichtige ist, dass wir duschen können. Und wenn man sich hier umdreht, warte, ich mache die Umdreh-Move mal eben. Habt ihr was gehört? Thomas, was lachen Sie? Aber das hat gestern noch wirklich geknatscht ohne Ende. Ist doch besser, oder? Auf jeden Fall. Ja. Das Bad ist auch besser. So, und das schauen wir uns jetzt mal an. Ach ja. H6. Zack. So, Weißabgleich schenken wir uns jetzt mal. Das Geile ist, hier ist eine richtige Dusche und nicht hier diese, ich sag mal, Mischmasch-Einheit. Hier wurde auch, glaube ich, was gemacht. Hier sind sogar Body Wash, Conditioner, Shampoo. Da kann ich meine Resthaare schön alles. Wasser läuft auch ab, Föhn. Ja, nur Kühlschrank haben wir hier wieder nicht. Aber naja, it is how it is, würde der Engländer sagen. So, jetzt werde ich mal mit Thomas eben beratschlagen, was der Plan später sein wird. Hallo Thomas, du stärkst dich. Du bist mich. Das ist geil, dass Thomas mal so freundlich Hallo sagt. Wir brennen aus. Wie werden wir den weiteren Abend bestreiten? Wir wollten, glaube ich, nochmal zum Granton. Du hast auch die deutsch-englische Verwirrung, ne? Zum Granton National Park. Ja, da sind wir ja fast drin, ne? Heute Abend, abends sagt man ja jetzt immer Wildlife-Zeit. Ach, das habe ich noch nicht erzählt. Unsere Biene hat berichtet, er hat 3 Staus gefunden. Und wir wissen, was heißt Stau? Tiersicht. Richtig, genau. Und ich glaube auch in dem Bereich, wo wir gerade unterwegs waren. Also, wir werden nachher wieder Staulage checken. Ich lasse Thomas mal in Ruhe ihre Nüsschen essen. Staulage checken und vielleicht unseren Abendspot. Wie ist das Wetter, werdet ihr fragen? Trocken und bewölkt. Besser als bewölkt und Regen. Stand jetzt habe ich auch noch ein paar Ideen für ein paar Videos, die jetzt mit den Roadtrip Diaries nicht unbedingt was zu tun haben. So ein paar, 3 Dinge, die ich an den USA mag und 3 Dinge, die ich nicht so mag. Gibt es das überhaupt? Ja, gibt es. Dann eine Brennweiten. Überlegung, was ist denn die richtige Brennweite für Wildlife? Was braucht man denn? 300, 400, 500, 600, 800? Meine Gedanken dazu. Ja, und wie man es selber in der Wildlife-Fotografie sich verbessern kann. Ich habe ja schon irgendwann mal von meinem Stufenmodell angefangen, aber das war noch nicht so richtig ausgearbeitet. Und ich würde mal behaupten, es gibt die 4 Stufen. Weil er damit auf sich hat. Vielleicht ist das Video schon gelaufen. Jetzt, wenn ihr hier die Roadtrip Diary seht, vielleicht noch nicht. Wir werden sehen. Ansonsten, Verlinkung, ne?